Oh mein Gott, scheiß Creeper. Und damit, hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein weiterer Part von meinem Let's Play von Minecraft. Und da hinten sehen wir gerade einen Creeper, den müssen wir jetzt mal ein bisschen wegbashen. Den zerficken wir einfach mal gerade. Und letztes Mal sind wir da stehen geblieben, da haben wir eben halt unsere Höhle hier ein bisschen erkundet. Ihr wisst schon, das Dungeon und so weiter. Bam! Like a boss! Und Bello hat uns mal wieder nicht geholfen. Naja, dafür ist er baden gegangen. Ich weiß gar nicht, ob Hunde das so extrem mögen. Ich glaube, manche schon. Manche? Schon und manche nicht. Aber mein Bello, der mag es zu baden. So, 1, 2, 3, 4, 5, 2 nochmal. Das macht er sogar als wohl er Gamer ist. Und als wohl ist voll das korrekte deutsche Wort. Voll krass korrekt, Junge. Oder voll krass Konkurrent. Oho. Juhu. Bam. Voll auf die Fresse. Ah, das Ding habe ich gesucht. 3, 1, 3. Ah, und schon sind alle Sticks weg. Jetzt müssen wir mit unseren Fingern das Schlagzeug spielen. Und das war auch schon gleichzeitig eine kleine Vorführung. So, der Brunnen ist, glaube ich, jetzt wieder repariert. Meine Fresse ist sehr tief. Nicht wahr? Lieber Ork-Gesandter? Ich habe hier dem Dorf ganz schön geholfen. Die können mir auch mal ihren Dank aussprechen. Aber nein. Das sind natürlich total unhöfliche Orks. Na gut, dann bediene ich mich halt ein bisschen an ihren Feldern. Das ist, ja, dann hole ich mir meinen Dank eben halt selber. So einfach geht das. So. Zack, zack, zack. Okay, so. Ich höre manchmal sogar Flatter. Ach so, nee, das ist Bello. Ah, okay. Ich dachte schon. Weil ich habe mich ja im letzten Part dann noch so ein bisschen über philosophiert, dass Minecraft mal so ein bisschen schöner wäre, wenn da so ein paar Sounds wären eben halt. Die Sounds, die ich gerade gehört habe, haben mir aber nicht so sehr gefallen. Wie unseren kleinen Zombie. Wieso wollte ich überhaupt auf Sack hier rauf? Ich habe keine Ahnung. So. Wie auch im letzten Part gesagt, ich hoffe, ihr findet das mit den hier ersten Spruch und dann Intro und so allgemein. Ach, ich kann das eigentlich nicht mehr aufnehmen. Sehr schön. Und ich hoffe, ihr findet das auch ganz schön, dass ich jetzt bei jedem Video eine kleine Ansage mache und auch eine kleine Absage. Ich danke da so ein bisschen ab. Danke, danke. Ja, ich hoffe, das ist ganz gut für euch. Ist für mich ein bisschen mehr Arbeit, aber für euch vielleicht ein bisschen besseres Erlebnis. In Klammern hoffe ich. So. Bin ich hier richtig? Bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Doch, da hinten sich unsere Farm. Ah, okay, dann sind wir richtig. Oh, wir haben aber nicht mehr so viel Essen. Habe ich meine gleich eine kleine radikale Idee. Rechtsradikal natürlich. Dass wir hier ein bisschen durchs Land ziehen und ein paar Tiere, naja, wie soll ich sagen, mit dem Schwert massieren. Hm? Ich glaube, sehr viel formidabler kann man das nicht mehr ausdrücken. Aber natürlich legen wir zuerst unseren Crab ab. So. Unser Haus sieht hässlicher aus denn je. Was mich auch sehr freut. So. Eisen. 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 Und Gold. Ich liebe Gold. So. Da so ein bisschen was rein. Da so ein bisschen was rein. Da so ein bisschen was rein. Und da so ein bisschen was rein. Mache ich einfach hier oben noch gerade die Kiste voll. So voll, wie ich gerade bin. Ach, da oben ist das Weizen.
Oh. Kiste ist schon voll, Mensch. Ist irgendwie immer ein bisschen ernüchternd, wenn eine Kiste voll ist, finde ich. So, ich muss mal gerade gucken, wie viel Bello hat noch hat. Das kann ich ja mal erkennen, je nachdem wie hoch der Schwanz ist. Oh, der ist aber ganz schön niedrig. Der muss sich mal ein bisschen. Da muss ich mal ein bisschen, ja, das Fleisch hier holen, ne? Das nackte Fleisch und dann geht das Ding auch schon wieder nach oben. Und ja, ich meine es genauso, wie ich es gesagt habe. So, machen wir uns gerade noch ein bisschen Brot. Können auch ein paar Tiere von unserer Farm töten. Dafür haben wir sie, ja. Seht ihr, der Schwanz ein bisschen höher. Aber ich glaube, das kann ich nicht übers Herz bringen. Hieraus Tiere zu töten. Ne. Ich glaube, ich mache so lange weiter das Ding, bis das hier total überfüllt ist. So langsam ist das wirklich aber ein bisschen überfüllt. Ich glaube, jetzt schmeiße ich hier nur Hühner rein. Also, ne, Eier. Nur schmeiße ich hier nicht rein. Ich bin ja kein Link. Link. Wie kommst du town? Und übrigens, aua. Und übrigens, Link. Der Link zu meiner Facebook-Page und zu meinem Twitter-Dingsbums ist in der Beschreibung. Gut, und jetzt wollen wir mal. Yay! Monsterjagen! Ach, wir können ja unsere Brücke benutzen. Wir entjungfern sie praktisch. Und einmal rüber. Und schon sind alle glücklich. Ich glaube, ich baue unter dem jetzigen Soundschicht noch eine Soundschicht. Müsste mich mal dran erinnern, bevor ich vergesse. So. Stirb, cool, stirb! Not today. So, und ihr Hühner, ihr könnt auch mal sterben. Geht doch alle sterben. So. Und die Schafe, die haben da voll einen Vorteil. Die müssen ja gar nicht sterben. So, auch Wäsch. Alle Wäsch vom Fenster. So. Schön und gut. Das Huhn stirbt auch noch. Juhu. Sterben, ja. Ich glaube, ich muss es nicht nochmal erwähnen, dass es hier nicht so gerade das kinderfreundlichste Let's Play ist. Tiere töten, ja! So. Bam. Bam, bam. Bam, bam. Alles weg hier. Ah ne, das Schaf nicht. Das kann ich während überhaupt scheren. Mit der Schere natürlich. Oder mit der Scherenstellung. Wie gesagt, ist nicht kinderfreundlich. So, stirb! Ihr sollt alle in mein Blut baden. Die blutgetränkte Klinge. Und im Hintergrund hört man auch noch so freundliche Musik, ey. Ich glaube, das ist. Dieses Let's Play ist kein guter Einfluss auf mich und auf euch. Das ist alles hier total schlecht. Bam, stirb, Junge! Wo Hühner ja, glaubt, weiblich sind. So, ich muss mal gerade gucken und überlegen. Oh Gott, jetzt muss ich rechnen, wie lange ich schon aufnehme. Oh, ein Spalt. Setzort T-Set. An Setzort T-Set, das mache ich aber auch in der ganzen Aufnahme schon, ne? So. Dafür müsst ihr vielleicht wissen, dass ich zwar trotzdem immer noch weiter aufnehme, aber immer so auf die Uhr gucke und dann nach 15 Minuten sage, bla bla bla, ne? So nach dem Motto, es hat euch gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. So. Hühner! Ihr sollt alle sterben! Je! Oh, mein Schwert ist jetzt kaputt. Es wird sowieso gerade dunkel. Los, immer gern Sonnenuntergang. Ja, bam, gerade auch ein bisschen Kamera angemacht. Geschmeidig da so rumlenken. Moment, kurze Aufnahmepause. So, ich sehe gerade, ich habe perfekt eine Stunde noch weiter aufgenommen. Und ja, ich praktisch kann man sagen, meine Zeit ist jetzt gekommen. Traurig, aber wahr. Abschiede tun immer weh. Und Zeit herauszuzögern ist ganz schön arm. Und ich mache das hier natürlich auch gerade gar nicht. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn das heißt Let's Play Minecraft. Haut rein!